Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente und wir spielen Loom. Das eines der ersten richtig bekannten Adventures von LucasArts. Und ich will mal was ausprobieren. Ich habe so zwei, drei Ideen, habe ich noch von der letzten Folge. Vielleicht Wonderful. ist... I can't see a thing. Ja, aber mindestens wissen wir. Vielleicht ist der Spruch, den wir von den Eulen kriegen, nämlich gar kein Zumachspruch, sondern ein Eulenspruch. Haha. Was? Also, ich hatte gedacht, dass das vielleicht ein Eulen in der Nacht Spruch ist. Anscheinend ist das tatsächlich sowas wie ein Night Vision Spruch. Don't these people ever clean up after themselves? Was ist das? So viele neue Sprüche. DECE. Was macht das? Das ist das komische Rad. Ich habe da so eine Vermutung. Warte mal, wir probieren das mal aus. That didn't help at all. Habe ich den gerade falsch aufgeschrieben? Liebes Spiel, spiel mir das, denke ich, nochmal vor. Ach, ja. Da habe ich aber was ganz Falsches aufgeschrieben. Ja, meine Güte. Moment. Don't these people ever clean up after themselves? Passt. Was? Okay, ich weiß nicht wie, aber ich habe irgendwie das F gelernt. WTF. Okay, das ist sowas wie ein Alchemistenspruch. Jetzt würde mich mal eine Sache interessieren. Ich glaube sogar, dass ich mich da gerade an was erinnere, was ich doch nochmal ausprobiert habe. Warte mal ganz kurz. Was passiert denn? Wir haben jetzt DEDC als Stroh zu Goldspruch. Was passiert denn, wenn wir das hier machen? I guess that isn't a draft. Was? Ich war mir so sicher, dass das funktioniert. Das müssen wir gleich nochmal an einer anderen Stelle ausprobieren. Moment. Habe ich das gerade falsch gemacht? C, D, E, D. Ah, siehst du, geht doch. Also, der Spruch, den wir jetzt gerade gelernt haben, ist ein irgendwie gearteter Alchemiespruch. Und was wir auch noch gelernt haben, ist, dass wir Sprüche vorwärts und rückwärts casten können. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe, wie war das? So. Haha. There. Looks much better in white. Okay, wenn er das sagt, dann müssen wir das für alle machen. Oh. Das bringt mich sogar auf eine nützliche Idee. There. Looks much better in white. Ja, aber bin ich tu dir den Gefallen doch. Looks much better in ja. White. It might ja, sorry, ich bin zu schnell. There, looks much better in white. Ja, ne? So, kannst du jetzt das Buch mitnehmen? Ich finde, das Buch solltest du mitnehmen.
kann es gar nicht mehr anklicken. Hallo, Buch. Okay, ich kann das Buch nicht anklicken. Gut, dann nicht. Gut, also wir können alle Sprüche vorwärts und rückwärts benutzen. Das heißt, wir haben einen Grün zu Weiß Spruch. Das bringt mich noch auf eine Idee, mit der ich das ausprobieren möchte. Wir haben einen Auf- und Zumachspruch. Wir haben einen im Dunkeln sehen Spruch. Ich habe eine Idee, wie wir das mit dem Tornado lösen. Jetzt, wo wir das F gelernt haben. Denn der Tornado hat uns ja DEFC beigebracht. Und jetzt können wir ja F bedienen. Das heißt, wir müssen vielleicht mal den Tornado-Spruch rückwärts benutzen. So, du da, pass mal auf. Geht das? Tatsache. The threads describe the creation of the world and the passing of the two shadows. Nice. Okay, jetzt probiere ich nur mal sicherheitshalber aus. Könnte ich den blauen jetzt grün machen? Und könnte ich ihn zurückmachen? Oder ist das ein grün zu weiß Spruch? Oder nur ein Farbe verändern Spruch? D, D, C, D. The pattern shows the entire history of the Weavers. Mhm. Back to the founding of the great guilds. Okay, könnte ich den jetzt auch... okay, es ist nicht ein Grün zu Weiß Spruch, sondern ein Verändere die Farbe zu Grün oder Zurück Spruch. Also ich kann es nur Grün oder Blau hier machen und das wird dann wahrscheinlich nur Grün oder Rot gehen. Das probiere ich jetzt nicht nochmal aus. Und weil das andere Original schon grün war, ist dann, wenn es dann ein nur grüner Gegenstand war, dann wird der weiß. Mhm. Jetzt muss ich noch eine Sache ausprobieren. Und dann können wir uns nochmal dem Tornado zuwenden. Tornado! Oh, da müssen wir so dran vorbei, deswegen ist das alles nicht so schlimm. Ich könnte mal hier so durch. Geil, was man diesem Spiel alles machen kann. Diese alberne Spielerei auch. Dass sie wirklich an so Kleinigkeiten denken wie, naja, du kannst diese Tapeten da in dem Dings dann auch bezaubern. Also. Naja, erstmal muss er da hinlaufen. Moment, warten. So. Tatsache. Macht da wieder zu. Kann ich hier jetzt einfach draufklicken. Tatsache, es macht er auch so. Muss ich nicht erst noch eine Möwe anklicken. Gut. Wir haben einen Spruch gelernt, den wir jetzt auch bedienen können. Also auf geht's. Ja, das kennen wir schon. Oh, guck mal. Die Möwen fliegen mir hinterher. Warum? Das war vorhin noch nicht so. Noch bei mir? Nö. Doch, da sind sie. Okay. Warte mal ganz kurz, Robin. Die Möwen drehen sich da im Kreis. Kann ich die anklicken? Nee. Okay, klick das Ding mal an. Ja. Probieren wir erstmal. Nee, das war's nicht. Well, that only twisted it tighter. Das, na gut, dass wir gerade uns noch einfallen haben, dass das man das auch rückwärts machen konnte. Okay, ist das der... Was ist das für ein Spruch? Ist das der Twist-Spruch?
Ich schreibe mir das mal so auf. So, ich weiß noch nicht, warum wir die Möwen mitnehmen, aber wir nehmen jetzt die Möwen mit. Meins. Eine Insel. Oh, da hinten ist was Grünes. Smaragdstadt. Huch. Cool, wir können das gehen. Jetzt können wir den Spruch, den uns die Flasche beigebracht hat. Von dem ich noch nicht weiß, was er tut. Aber den können wir jetzt. Ich will noch nicht zu dieser Smaragdstadt. Ich will erstmal zu allen anderen Locations. Wie das so ist mit mir. Ah, Tatsache geht das. Klick, klick, klick. Ah, halt hier, da. Nein, ja, nein, ja, nein, nein, ja. Huh. Halt! Who goes? Well, well, well. Looks like a scrawny runt trying to sneak into our flocks. Sneak? You call that sneaking? I heard them coming all the way in from town. Thought you were going to fleece some shepherds, did you? Maybe we ought to take the shears to you instead. Listen, I mean, I'm not looking for sheep or trouble. I'm looking for a flock of swans. Swans? Swans. You know, birds. Oh, swans, of course. We should have known. Everybody comes here when they want swans. next you'll be telling us you're some sort of wizard off to fly away with them birds. Right. Wizard? You wouldn't happen to be the great wizard that Fleece was telling us about, would you now? Fleece? He is sort of dressed like a wizard. I don't know. He doesn't look very powerful to me. Me neither. I say we don't let him by until we know for sure. Come on then, wizard. Let's see some magic. Or else... Okay. Das sind ziemlich fiese Miesis. Ja, also erstmal haben die sich an uns reingestellt. Ich hoffe, ich habe mir den Zauber richtig aufgeschrieben. CCEG war es, glaube ich. Was mache ich denn mit denen? Das war's nicht. Well, that draft didn't seem to do much good. Also auf jeden Fall haben die sich ein bisschen über mich lustig gemacht, sind wohl irgendwelche Schafshirten oder sowas. Ja, und ja, jetzt soll ich ihnen beweisen, dass ich ein Magier bin. Ich weiß nur nicht, wie ich das machen soll. So vielleicht nicht. Hm. Haben die da Strohklamotten an? Nee, das war's auch nicht. Well, that draft didn't seem to do much good. Moment. Psst. I guess that isn't a draft. Mist, ich hab das nicht richtig aufgeschrieben, als sie das gemacht haben. Fuck it. Kann ich wieder gehen? Die lassen mich auf jeden Fall nicht vorbei. Come on, lads. He's had enough. Let him go. Some kind of wizard, eh? Don't trip on your robe, little wizard. Get on, you lazy bunch of yous. Back to work. Ah, da habe ich meinen Fehler gefunden. Also, die haben eine Art Unsichtbarkeitszauber benutzt. Den kann ich jetzt auch. CEEG. Und umgekehrt. Schauen wir mal. Und die wollen, dass ich ihnen irgendwas vorzaubere, damit sie mich vorbeilassen. Denn sie glauben ja, ich wäre vielleicht der große Magier, weil ich hier den Schwan suche oder so. Sowas in der Art war die Aussage. Uiuiui, große Smaragdstadt. Ich glaube, in der großen Smaragdstadt, liebe Leute, schauen wir uns in Folge, muss ich gerade überlegen, 4 ist es schon, schauen wir uns in Folge 4 an. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und sag ciao, ciao.